So, okay. Wo müssen wir denn hin? Was passiert denn hier jetzt als nächstes? Weißt du, was ich hätte machen müssen, bevor ich jetzt gleich losgehe, beziehungsweise bevor ich vor einer Stunde losgegangen bin, um mir einfach für 500 Euro Nintendo 64 Utensilien zu kaufen, hätte ich vielleicht vorher einfach hier parken sollen, weil das Lied einfach wesentlich angenehmer ist. Ey, das Lied gibt mir aber halt auch übelst Zelda-Vibes. Was ist mit Harvest Moon 64? Aber ist Harvest Moon 64 nicht einfach das Spiel, das durch Friends of Mineral Town remaked wurde? Ist das nicht das gleiche Spiel einfach? Also, vielleicht liege ich falsch. Dann korrigiert mich gerne. Aber, meines Wissens nach ist es das gleiche Spiel. Aber gut, warte mal, wir haben doch die Karte, wo ganz viel angezeichnet wurde und das erste ist direkt da unten. Lass uns doch direkt mal nach da gehen. War das hier? Auf jeden Fall irgendwo hier. Irgendwo hier. Wir sind ganz nah dran. Irgendwo hier. Hier, das sieht aus, als ob hier was wäre. Ich sehe es. Da. Wie greift man zu? Mit X. Dann wollen wir mal. Also, ich werde nicht die Vorversion eines Remakes spielen, was essentiell das gleiche Spiel ist. So, halt. So krass hinter Harvest Moon bin ich jetzt auch nicht hinterher. You know? Halt. Okay, das haben wir. Hier ist auf jeden Fall irgendwas richtig am Abgehen. Da oben. Hier. Ich sage hier. Das war es auf jeden Fall nicht. Hier war es hier. Aha. Das ist Harvest Moon, aber ich spiele gerade Friends of Mineral Town für Switch, was halt essentiell das gleiche Spiel ist. So, da sehe ich es leider irgendwie nicht ein, dass ich mir die Vorversion kaufe, welche die schlechtere Version der PlayStation-Version ist, um essentiell das gleiche Spiel nochmal zu spielen. Daher... So geil bin ich da jetzt nicht drauf, wie auf Paper Mario oder andere Sachen. So, fahren wir mal weiter. Finde ich, dass sich Harvest Moon für Switch lohnt. Also, wenn du Story of Seasons meinst, ja, Friends of Mineral Town mag ich sehr gerne, habe ich sehr viel Spaß mit. Wenn du tatsächlich Harvest Moon meinst, nein. Das ist richtig bad, Alter. Kauf das bloß nicht. Oh, was ist hier denn los? Juhu, danke Mario. Sag mal, Wudiastein scheint gerade Zeit für selbstlose Taten und so hast. Darf ich dich um was bitten? Schau mal, das Plateau da hinten. Ich würde mich gern dort in die Sonne legen, aber der Weg dahin ist mir etwas zu, naja, gegnerlastig. Aber du kannst mich doch sicher dorthin bringen, oder? Prächtig, ich folge dir einfach unauffällig. Ha, okay.
Nun, das hat geklappt. Wieder einer dieser Tafeln. Verstehen tue ich sie immer noch nicht, aber ich füge sie einfach mal meinen Zeichnungen hinzu. Danke, Mario. Das war lieb von dir. Und weißt du, was ich noch lieber von dir wäre? Wenn du auch noch meine drei Freunde hierher bringen würdest. Die sind alle im Gras versteckt. Hatte ich doch erwähnt, oder? Jedenfalls schon mal vielen Dank. Juhu, Mario, hilf mir. Meine Freunde stecken irgendwo im hohen Gras. Danke, dass du sie herbringen willst. Juhu. Aber erstmal muss ich den Dude da hinten fertig machen. Oder? Huch, dein Tautradar ist ja schon voll aufgeladen. Naja, komm wieder, wenn du Saft dafür brauchst. Okay, das ist fair. Das ist ziemlich fair eigentlich. Oh mein Gott, ich kann einfach... Fällt mir gerade so auf, dass ich... Mario Sunshine und so jetzt auch in geiler Qualität spielen kann. Auf der Originalkonsole. Oh mein Gott, das ist ein bisschen crazy eigentlich. Au. Machen die auch eine Dosenparty, sehe ich da. Man kann es nur hoffen. Okay, das ist... Okay, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll, Alter. Regelt ihr das mal. Okay. Okay, ja doch, das hat Sinn gemacht eigentlich. Da kann ich verstehen, was man da machen sollte. Hätte ich auch selber drauf kommen können, aber das hätte vorausgesetzt, dass ich nachdenke. Und mein Gehirn ist hier nicht auf dem aktuellen Stand. Okay. Fies. Ich meine, wenn sie so crazy drauf sind, dann... Los geht's, so. Los geht's. Kann ich definitiv bedienen. Okay, es nimmt doch alles auf. Es nimmt doch alles auf. Ich war gerade so ein bisschen in Sorge, dass das vielleicht nicht der Fall wäre, aber alles gut. Aha, okay. Hier ist der erste. Hier ist der zweite. Furchtbar. Okay, ich weiß jetzt, wie das funktioniert. Diesmal gebe ich keine 1000 dafür aus. Habe ich bis jetzt alle Herzteile? Tatsächlich habe ich das, weil die super praktisch sind. Sie machen mich stärker, sie geben mir mehr HP. Kann ich jedem nur empfehlen, zumindest die zu suchen. Bringt es eigentlich irgendwem irgendwas, dass ich diese ganzen Toads sammle? Habe ich dann am Ende so eine mega Special Attack oder so, die unglaublich stark ist?
verdammt. Gibt ein anderes Ending. Okay. Ich hoffe, das Ending lohnt sich. Ich hoffe, ich habe noch Schuhe. Ja, okay, ich habe noch Schuhe. Alles gut. Nehmen wir die hier. Nehmen wir die hier. Nehmen wir die hier. Das sieht gut aus. Sehr schön. So kann man sich auch smart fühlen. Ich finde, das hätte definitiv ein paar mehr Münzen verdient, aber was soll's. So. Aha, na bitte. Ja. So, mal schauen, ob sie jetzt auch eine fette Dosenparty feiern. Zum Wegschmeißen, diese Falschschergen. Einfach zu komisch. Ach je, diese Falschschergen sind wirklich furchteinflößend. Ah, Gabel. War das nicht ein Meme? War das nicht ein fucking Meme? Memt mich gerade Paper Mario mit Memes aus 2003, Alter? What? Diese Falschschergen stehen sowas von auf meiner schwarzen Liste. So, hier, Brudi. Du hast deine Freunde wieder. Ui, danke. Vielen Dank. Jetzt sind wir alle vier wieder vereint. Ich bin Freudrik. Juhu. Ich bin Wutbert. Ich bin Melanko. Und ich bin Ulkfried. Und zusammen sind wir die Funky Fungi. Das ist einfach. Ist das nicht toll? Ich weiß, dass du es toll findest. Jeder findet es toll. Wir gehen bald auf Tournee. Also dann schon mal, dass du all deinen Freunden von uns erzählen wirst. Und jetzt extra Dankeschön. Zeigen wir dir noch bei einer Karte, wo du einen Schatz findest. Also gut, alle zusammen. 1, 2, Funky Fungi Fun! Ich will gerne mitmachen eigentlich, aber es ist nicht so einfach. Ich lauf zu schnell dafür. Wow, nein! Das Vital halt, Brudi, what? So nötig habe ich es auch nicht. Okay, das war cute, aber das war relativ unnötig. Ich möchte nur mal anmerken, dass ich einfach so viel Mario, Paper Mario vorrein aufgenommen habe, dass ich einfach 23 Parts habe. So, ich habe einfach 2 Wochen Paper Mario aufgenommen. Dude, insane. So, ich prophezeie, dass hier irgendwas rumliegt. Wer hätte das gedacht? Das kann es nicht sein, oder? Okay, es ist irgendwas, was hinter diesen Dingern versteckt ist. Nein, da ist es, was ich suche.
Düsen wir mal. Wow, was ist das? Ist das ein Special Boss einfach? Oh, nice. Oh mein Gott, was ist hier denn los, Alter? Das ist schon ein bisschen cool. Huch, das war nicht so cool. Okay, da kommen wir später hin. Das ist noch nicht so wichtig. Definitiv ist hier noch irgendwas. Zum Beispiel da vorne, da waren wir auch noch nicht. Eine unverkennbare Form. Die Insel soll von nun an Peak-Insel heißen. Okay, ich sehe, was passiert. Wahrscheinlich ist in der Mitte dann irgendwo irgendwas, oder? Ey, die Wind Waker-Vibes sind einfach unverkennbar in diesem Spiel. Ich muss einfach Persona, Xenoblade, das hier alles fertig kriegen, damit ich diesen ganzen anderen Kram anfangen kann. Ich habe so viel Bock drauf einfach. Ich stecke nicht nur in diesem Fass, sondern auch in echten Schwierigkeiten. Meine Freunde auf dieser Insel können mir vielleicht helfen, aber dafür müsstest du sie finden. Ich komme da oben nicht drauf. Ah doch, tue ich. Oh Gott, warte. So. Oh, ich verstehe. Oh, das sieht übel aus. Halt aus, ich komme. Was? Ich meine, okay, kann man machen. Oh, das sieht übel aus. Halt aus, ich komme auch. Ah, Senpai, ich komme. Wahrscheinlich hängt noch irgendwo einer am Baum oder so. Sag ich doch. Hier kommen ganz schön viele, möchte ich mal so anmerken. Wo könnte hier noch was sein? Ach, weißt du, ich hätte ihn auch einfach mit dem Hammer treffen können. Alles wäre easy gewesen. Aber es sollte nicht sein. Es sollte nicht sein, nicht so. Und dennoch haben wir es nicht geschafft. Was? Warte. Oh, okay, warte. So soll das. Okay. Ich hab nicht gesehen, dass da unten noch so ein Feld frei war. Oh Gott, die leben noch? Okay, dann müssen die auf jeden Fall jetzt sterben. Geil abgewehrt einfach. Das war richtig. Gut.
So. So, perfekt. Yay! Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Ach, der hängt hier hinten dran. Ah, okay. Ich wusste doch, dass das irgendwo mit diesen Dingern hier war. Oh, das sieht übel aus. Ich komme, Senpai! Bukake Party komplett, würde ich so sagen. Ah! Ah! Danke, dass du uns alle gerettet hast und besonders, mich. Eine Belohnung haben wir zwar nicht, aber ich weiß, wo ein Schatz versteckt ist. Nackig ist er auch noch, ne? Ist schon, schon mutig so. Oh Moment, mein Westchen ist ja weg. Wie stehe ich denn da? Hilfe! Sehr gut. Newt Toad for the Rescue, würde ich so sagen. Die haben wahrscheinlich nur eine Weste an. Schon ganz cute. Okay, wir müssen zu F3. Da ist wahrscheinlich die nächste Insel. Bonk. Warte. Wo ist hier was? Ach, hier ist nirgendwo was. Das haben wir schon gefunden, glaube ich. Sieht zumindest so aus, ne? Nee, das sieht nicht so aus. Warte mal, was geht mit dem Dude hier ab? Mit dem nicht schon geredet? Hm. Ganz schön labyrinthisch hier gerade. Kann ich irgendwie... was hat das hier zu bedeuten? Nichts. Außer ein Haufen Geld. Gibt es in den alten Paper Mario Games auch einen Battle-Modus? Gibt es. Das sind alles rundenbasierte Spiele, außer der Wii-Teil. Der ist einfach nur... der ist ein normales Spiel mit, Sprungkampfsystem, wie ein normales Reden schwer. Das ist einfach ein Jump'n'Run, so. Gott, manchmal möchte ich mir auch ein bisschen auf den Kopf hauen. Hier ist wieder der Wal. Und da vorne ist der Gönnerfisch hier. Kann man bei dem hier Geld grinden? Geht das gut? Der scheint ja irgendwie auch getriggert zu werden, wenn man über den rüberschwimmt oder so. Aber naja, was soll's. Irgendwo hier war die Insel gerade. So. Honk. Ey, oh mein Gott, ich komme immer noch nicht drauf klar, dass ich mir ein Nintendo 64 gekauft habe. Ich komme da nicht drauf klar, Alter. Das ist einfach so ein dummer Move, Mann. Uff. Wo er recht hat, hat er recht, der Captain. Die Insel sieht wirklich aus wie eine Mondsichel.
Gutes Auge hat der Toad, so viel ist Sichel. Hihi, Sichel, ha. Oh Gott. Wir freuen uns drauf. Rudi, ich freue mich mega drauf. Einfach Paper Mario so erleben, wie es damals erlebt werden sollte, mit den ganzen Effekten, die alle noch klappen, mit Farben, die einfach nicht komplett ausgewaschen und weird sind. Dude. Bin ich dabei, Alter. Was hier jetzt irgendwie fehlt, ist die Toad-Statue, die ja sonst überall immer rumsteht. Also ja, angeln, aber ich dachte, die würde hier einfach rumstehen. Hey Delfrani, was geht ab? Ah, okay, ich verstehe. Was für eine Überraschung, dass jetzt hier ein Haufen Krebse kamen. Wow. Ja, das war okay. Cool, okay. Ah, guck mal. Jetzt bin ich gespannt, was hier... Ah, wir machen den Mond komplett, oder? Oh, warte. Wo ist hier ein Toad? Wie oft kaufen Leute im Schnitt was von der Wishlist? Es passiert einmal im Monat oder eher alle drei Monate einmal. Also das kommt nicht so oft vor. Aber da ist auch gerade relativ teurer Shit drauf, also von daher wundert es mich nicht, dass keiner dafür Geld ausgeben will. Was genau soll das Erdpergament von hier ausrichten? Na, ich probiere einfach mal ein bisschen herum. Vielleicht passiert ja was. Achtung, fertig! Stimmung! Oha!